bin Iranerin, 28 Jahre und mein Name ist Sahar, was auf Deutsch der frühe Morgen bedeutet. Im September 2019 habe ich mich vor dem Gerichtsgebäude mit Benzin angezündet und bin jetzt tot. Ein Tod, an dem ich nicht schuldig bin, sondern die iranische Regierung, die mich zu 6 Monaten Haft verurteilt hat, weil ich als Frau und Fußballfan ein Opfer wie 1000 andere Iraner nicht das Fußballstadion als Zuschauer betreten durfte. Obwohl es dafür kein Gesetz gibt, sondern allein auf islamischen religiösen Bestimmungen beruht. Religiöse Bestimmungen, deren Quellen, Entstehung und auch die Existenz des Propheten Mohammed sind gemäß numismatischen, ikonografischen und epigraphischen Zeugnissen nicht nachweisbar. Quelle des heutigen Islam ist das östliche Christentum und war 400 Jahre vor dem Zustandekommen des Islam eine Form christlicher Spaltung, ein Schisma, und mit dem Namen Mohammed war Messias gemeint. Mohammed war ein Ausdruck, der 12 Jahrhunderte vor dem Islam in Syrien bereits existierte. Gott und Teufel wurden durch die Perser erfunden. Heute im 21. Jahrhundert wurde nicht ein Computer, sondern meine Grund- und Menschenrechte gehackt, zerstückelt und zerstört.